Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zu einer Reise in die Vergangenheit. Nicht nur ins Mittelalter, in die Hansezeit, sondern auch ins Jahr 1992, als dieses Spiel hier erschienen ist, der Patrizier. Der Beginn einer glorreichen, großartigen Spielereihe, die meines Erachtens den Höhepunkt schon dann im zweiten Teil erreicht hat. Aber mit diesem Spiel wurden die Grundlagen gelegt. Und ich habe euch in einem anderen Video schon mal ein bisschen theoretisch über dieses Spiel berichtet, über den Hintergrund, über die Entwicklungsgeschichte, über die Macher und so weiter. Habe euch die Originalverpackung gezeigt. Also, wenn euch das interessiert und das noch nicht gesehen habt, schaut euch dieses Video an. In diesem Video hier soll es darum gehen, dass wir mal wirklich original in das Spiel von damals schauen. Wie hat es sich gespielt? Wie funktionierte alles? Ja, wie fühlt es sich an und wie fühlt es sich heute an? Das ist der Sinn der Sache. Es wird also jetzt hier nicht irgendwie ein Let's Play-Projekt starten, sondern ich möchte euch möglichst viel zeigen von den Menüs, von den Möglichkeiten, die man hatte. Und wir werden auch auf jeden Fall ein bisschen starten, ein bisschen handeln, ein bisschen kaufen und verkaufen und gucken, wie weit wir kommen und mal schauen, wie gut es gealtert ist oder wie schlecht es vielleicht auch gealtert ist. Ja, das Spiel begrüßt uns mit dem holsten Tor. Das steht allerdings hier gerade, als es in Wirklichkeit steht in Lübeck, dem Haupt der Hanse, aber ansonsten natürlich ein wunderbar passender Spielbildschirm, Spielstartschirm. So, man konnte damals üben, das war so eine Art, naja, Tutorial ist vielleicht zu viel gesagt, aber das war ein erleichterter Einstieg mit besseren Startbedingungen, endete dann aber auch relativ schnell. Normal hat man dann entweder seinen Spielstand geladen oder ist hier normal gestartet. Und ja, wie nennen wir unseren Kaufmann hier? Ich würde vorschlagen, ich stelle mir vor, das ist der Bruder von Tiedemann Wallendorp, meinem Hauptcharakter in meinem Patrizier 2 Let's Play. Deswegen heißt er hier Engelbert. Engelbert Wallendorp soll unser Kaufmann heißen. Okay. Und dem Namen schon entsprechend ist er ein männlicher Kaufmann. Wir können ein Familienwappen wählen und, ach, wisst ihr was? Ich finde das mit dem... Ist das ein Geldsäckel? Oder ist das irgendwie ein Trinkhorn? Schwer zu erkennen, ehrlich gesagt. Dann nehmen wir lieber das Boot. Das kann man relativ schnell erkennen. Gut. Und jetzt müssen wir eine Startstadt definieren. Und die hat, ich würde fast sagen, bei Patrizier 1 noch sogar mehr Bedeutung als bei Patrizier 2. Also man konnte aus 8 Städten auswählen. Insgesamt gab es im Spiel oder gibt es im Spiel 17 Städte, die man bereisen kann. Und ja, die sind schon relativ unterschiedlich. Das hat sich dann erst im Laufe des Spiels so herausgestellt. Zum Beispiel in Lübeck finde ich es sehr, sehr hart zu starten bei Patrizier 1, weil Lübeck hat sehr hohe Hafengebühren. Außerdem ist die Konkurrenz enorm groß. Also die Bürgermeister sind sehr reich, mit denen man dort konkurriert. Bremen ist zum Beispiel ein Problem, weil dort der Landesherr sehr oft die Stadt belagert hat. Also die unterscheiden sich doch durchaus sehr. Deswegen, wir gehen mal durch. Bremen, Hamburg, Lübeck. Dann haben wir hier Rostock. Das geht quasi die Küste lang. Stettin, Danzig, Visby oder Riga. Ich wähle mal Rostock. Ja, warum nicht? Starten wir mit Rostock. Und jetzt könnte sich ein Spieler 2 hier anmelden. Man hat das quasi vor einem Computer zusammengespielt. Bis zu 4 Spieler. Das funktionierte wunderbar. Man wechselte sich einfach ab und immer, wenn ein Schiff eines Spielers angelegt hatte, war der an der Reihe, konnte seine Sachen machen und dann hat er sein Schiff wieder losgeschickt und der nächste war dran. Aber ich bin jetzt hier alleine, allein zu Hause und starte also dementsprechend auch nur ein Solo-Spiel und wünsche ich ein schnelles Spiel. Nein, ich glaube, beim schnellen Spiel hat man dann schon am Anfang irgendwie 2 Schiffe oder ein Schiff und viel Geld. Aber wir wollen doch die harte Tour hier erleben. Also, nein. So, und jetzt kommt der Kopierschutz, der hier immer noch aktiv ist. Und zwar gibt es eine Karte und die habe ich euch auch gezeigt in dem eingangs erwähnten Video, das ich euch nochmal ans Herz lege. Da seht ihr, was in der Box alles so dabei ist. Und jetzt muss ich gucken, welche Stadt es ist auf der Karte, auf dem Wappen. Und diese Stadt ist Amsterdam. Das Wappen der Stadt ist Amsterdam. Oder es ist das Wappen der Stadt Amsterdam. So. Und er sagt mir sehr gut und ich hoffe, das stimmt jetzt auch, weil damals war die Kopierschutz, der war ziemlich fies oftmals bei Spielen. Die haben dann zum Beispiel oft so eine Abfrage gehabt und haben sie so getan, als würde das stimmen. Und dann hat aber irgendwas im Spiel nicht funktioniert. Oder es ging nur bis zu einem bestimmten Punkt. Man hat sich tierisch geärgert. So konnte man aber auch irgendwie Cracker
ärgern, weil die dann nicht gleich nachprüfen konnten, ob es wirklich geklappt hat oder nicht. So, wir können unser Schiff benennen. Einen Kreier. Unser erstes kleines Schiff. Und wie nennen wir das? Ich nenne das mal Rostocker... Ich hoffe, das passt. Rostocker Trotz. Jawohl. Passt. Wunderbar. Okay, sehr schön. Und damit starten wir. Und wir starten interessanterweise in der Werft von Rostock. Und wo wir schon mal sind, zeige ich euch hier die Spielfunktionen, die man hier erreichen kann. Also das ist jetzt erstmal der erste Teil, sage ich jetzt mal, dieses Videos, dass wir uns wirklich mal umschauen. Was kann man überall machen in den Städten? In der Stadt, das ist in den Städten dann im Prinzip immer dasselbe. Heimatstadt ist immer noch ein bisschen was Besonderes, aber im Wesentlichen ist es dasselbe. Und dann versuchen wir unser Glück. Aber wir gucken erstmal, was geht hier. Hier können wir reparieren, genau. Interessanterweise könnten wir schon für 119 Taler reparieren, wobei eigentlich unser Schiff in Ordnung sein sollte. Kommt jetzt also nicht in Frage. Hier können wir ein neues Schiff in Auftrag geben. Und vier Schiffstypen gibt es zur Auswahl. Kreier, Schnicke, Holk und Kogge. Und das ist sehr schön gemacht. Wir klicken mal an ein Kreier und wir sehen jetzt, das ist das Schiff, das wir auch besitzen. Im Prinzip das einfachste Schiff. Es würde 8000 Taler kosten und 8000 Taler ist wahnsinnig. Ich glaube, wir starten mit 150 Talern. Also das ist von unserer Ausgangsposition erstmal wirklich utopisch. Wir sehen aber hier die Daten, wichtig, Besatzung 5 Mann, wie viel Last es transportieren kann, wie schnell es ist, ja, und dann entsprechend den Preis. Und wenn man es kaufen will, dann muss man nicht nur das Geld bezahlen, sondern muss auch bestimmte Rohstoffe liefern, damit es gebaut werden kann. Also, was heißt kaufen? Dann, wenn man es bauen lassen will. In diesem Fall 13 Last Pech. Wir gucken uns nochmal die anderen Schiffe an. Die Schnicke, die ist interessant. Die hat nur 3 Mann Besatzung, hat nochmal deutlich weniger Ladung, aber ist nochmal schneller, ist günstiger dabei sogar. Die ist sehr gut, gerade weil sie so schnell ist, wenn man jetzt wertvolle Fracht hat, die, ja, wo man nicht so viel hat, aber die dann schnell transportiert werden soll. Dafür ist das sehr, sehr gut. Da braucht man nur 9 Last Pech. Dann haben wir die Holk und die Kogge. Die Holk seht ihr 8 Mann, 44 Last und 6 Knoten, kostet 12.870 und 23 Last Pech. Und dann haben wir die Kogge, 9 Mann, 48 Last, 8 Knoten. Am Beginn ist die Kogge auf jeden Fall das beste Schiff, aber mit der Zeit gibt es eine technologische Entwicklung und die Holk wird besser mit der Zeit. Und ich glaube, am Ende der Spielzeit ist die Holk dann, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das beste Schiff im Spiel. So, ich gucke mal, was können wir hier noch machen? War bei den Typen hier noch irgendwas? Ne, das war der Reparaturauftrag. Das ist so ein bisschen ein Nachteil. Es gab keine Tooltips zu diesen Zeiten. Das heißt, man musste immer wissen, wo was war. Hier kann man immer noch den Namen umbenennen. Man konnte auch irgendwo sein Schiff abwracken. Aber bin mir nicht ganz sicher. Der hier, der ist interessant. Der erzählt uns, wie, in welchem Zustand unser Schiff sich befindet. Die Werftleitung in Rostock. Ganz lustig ist, nicht immer ist auf die Verlass. Also oft ja, aber nicht immer. Es kann sein, dass sie den eigenen Werften Aufträge zuschustern wollen. Wenn man allerdings zu lange gewartet hat mit der Reparatur, dann müssen die Schiffsleute oder die Leute, die das gebaut, also reparieren sollen, die haben dann, mussten irgendwelche Querstreben zur Stabilisierung einbauen und dann hat man Lastkapazität verloren, wenn man zu spät repariert hat. Das ist ein schönes, interessantes Feature gewesen. So, und hier in dem Haus gab es auch noch was, nämlich hier können wir unser Schiff mit Waffen ausstatten. Auch die entwickeln sich mit der Zeit, da gibt es so ein bisschen technologische Entwicklung. Die muss man erstmal in sein Arsenal einkaufen und von dort ins Schiff transferieren. War hier oben noch irgendwas? Nee, das war komplett eben diese Waffenkammer. Ja, und damit haben wir den Hafen gesehen. Und jetzt kommen wir eigentlich zum Kern der Stadt. Jede Stadt unterscheidet sich so ein bisschen, so in Details voneinander. Also so ein bisschen hier im Hintergrund. Ein paar Gebäude sind anders, wie die Kirchen aussehen und so weiter sind anders. Aber die Funktionen sind im Wesentlichen dieselben. Und wir gehen mal durch. Wir haben auf jeden Fall, können wir unser Schiff anklicken. Es kann auch sein, dass hier mehrere Schiffe liegen. Das ist dann auch, sieht natürlich noch imposanter aus. Ja, hier können wir gewissermaßen warten bis zu einem bestimmten Tag. Also wenn wir jetzt unbedingt jetzt hier noch irgendwas erledigen wollen, dann geht das auf diesem Wege. Ich gucke mal, ich glaube, wenn ich hier drauf drücke, ja, dann komme ich wieder zur Werft. Alles klar. Das hier unten
oder ich glaube das gesamte Haus. Nee, unten kommen wir jetzt zum Hauptbereich. Aber ich glaube, da kommen wir mal ganz zum Schluss hin. Das ist sozusagen unser Kontor. Hier oben ist das Lager. Also wir können, wir haben hier ein Lagerhaus oder vielleicht müssen wir es auch erst bauen. Am Anfang mietet man die Lagerfläche, später besitzt man sie dann. Und ja, da kann man im Prinzip Waren lagern und von hier aufs Schiff bringen. Das ist besonders wichtig, in anderen Städten durchaus auch Lager zu haben, wenn man dort sehr günstig zu bestimmten Jahreszeiten oder Momenten Waren einkaufen kann, die man aber nicht alle abtransportieren kann. Dann ist es hilfreich, das quasi ins Lager einzulagern. So, dann haben wir hier die Waffenschmiede, genau. Hier können wir dann eben Waffen kaufen. Ihr seht, wie teuer das ist. Handwaffen, genau. Am Anfang hat man, glaube ich, nur die kleine Blide. Da kommt mit der Zeit dann mehr Möglichkeiten hinzu. Und Handwaffen, ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich glaube, die sind wirklich nur zum Waffenhandel da. Bei Patrizia 2 war das ja nochmal wichtig beim Entern. Hier ist es, glaube ich, nicht der Fall. Man kann nämlich tatsächlich auch Waffen handeln. Das ist aber nicht gern gesehen von der Hanse. Und da, wenn man erwischt wird, dann sinkt der eigene Ruf da. So, das ist das. Dann gucken wir mal hier, dieses Gebäude hier ist unten, ja, zur Goldenen Gans. Das ist hier die Gaststätte und da gibt es einiges. Wir haben an hier Gehilfen, die man einstellen kann. Gehilfen dienen dazu, dass sie, wenn man ein Lager hat und Rohwaren im Lager hat, dann verarbeiten sie diese weiter zu Fertigwaren, zu weiterentwickelten Waren. Ich bin mir nicht ganz so sicher, wie da die Warenkette ist, aber mal banal gesprochen, aus Wolle machen sie dann Tuch oder so. Also da kann man dann über diesen Weg quasi noch so ins Produktionsgeschäft einsteigen. Das ist ein Aspekt, der nachher in Patrizia 2 sehr viel stärker ausgebaut wurde, aber auch schon hier angelegt war. Und das ist das, was mich besonders fasziniert, wie viele wichtige und tolle Elemente des Spiels eigentlich schon in Patrizia 1 alle da waren. Diese Herren, mit denen kann man dann später Waffen handeln, diese Handwaffen, von denen ich sprach, das geht aber hier nicht. Hier hinten, das ist glaube ich, mit da kann man Piraten anheuern, die dann Konkurrenten schädigen, aber das geht jetzt in diesem Moment noch nicht. Und ja, ihr seht, diese Gesellen, die sich da totgesoffen haben, hier können wir unsere Besatzung anheuern. Und ich weiß, wir haben noch keine und ich weiß, wir brauchen für unseren Kreier 5 Mann, deswegen holen wir die. Das kostet uns erstmal 5. Aber es wird dann später die Heuer immer bezahlt nach Länge der Reise. Ich glaube, bei Ankunft in dem Zielhafen, wenn ich das richtig entsinne. Okay, also haben wir erstmal dafür gesorgt. Dann gehen wir wieder raus. Hier oben ein ganz wichtiger Mann, der verleiht Geld. Hier kann man Kredite nehmen, tilgen, aber man kann auch selber Kredite geben an andere. Da ist natürlich immer das Risiko, dass man das nicht zurückbekommt und so weiter. Also das ist so ein Problem. Ja, mit dem Kredite, da kommen wir nachher auch nochmal drauf zurück, weil vermutlich werde ich einen Kredit aufnehmen, um am Anfang ein bisschen in Schwung zu kommen. Weil mit diesen 130, da kommen wir nun wirklich nicht weit. Das werdet ihr dann auch sehen. Und das hier ist das Gildenhaus. Da muss man allerdings eine Mitgliedschaft erst erwerben. Eintrittsgebühr kostet 16.595, ist glaube ich die Voraussetzung, um dann wirklich anerkannt zu werden in der Stadt als vollwertiges Mitglied. Das ist der Ausgang zum Markt, dazu kommen wir gleich. Ich gehe nochmal, wo bin ich jetzt gelandet? Leute, meine Güte, das ist ja nicht ganz jugendfrei. Ich dachte, hier kommt man auch wieder zurück zum Gildenhaus, aber nein, ja, dann zeige ich euch das gleich. Das ist das Badehaus, auch das gab es später noch in Patrizia 2. Und was macht man hier? Man badet natürlich. Und sehr schön ist diese Frage, wollen Sie allein baden? Ja oder nein? Wir machen mal nein, wir wollen nicht allein baden. Endlich ein erfrischendes Bad. Ja, und dann sehen wir, dass nebenan ein Ratsmitglied auch badet. Und das ist natürlich die beste Gelegenheit, zum Beispiel um ihn zu bestechen. Und dann, ja, ich glaube, für die vor der Wahl zum Bürgermeister kann man so seine Wahlchancen erhöhen. Allerdings muss man da schon ganz schön was auf der Tasche haben. Und auch hier ist es so, wenn man da zu wenig bietet, dann sinkt das Ansehen. Ist für uns jetzt noch nicht so relevant, deswegen grüßen wir nur. Ich würde sagen, wir kehren nochmal zurück. Es gab nämlich noch ein bisschen mehr, was ich euch zeigen wollte. Also hier war die Mitgliedschaft. Hier vorne. Schaut mal, hier ist ein Preisgesuch.
glaube ich. Das heißt, es ist nicht so, dass wir jetzt hier ein Lagerhaus kaufen können, sondern irgendjemand will ein Lagerhaus kaufen. Das ist jetzt natürlich für uns relevant. Hier kann man sich Konvois anschließen. Konvois sind sichere Überfahrten, wo sich mehrere Händler zusammenschließen. Man kann später dann auch Konvois bilden, aber dazu muss man, glaube ich, Gildenmitglied sein. Was gibt es hier noch? Es gibt noch diesen Aushang. Ah, schaut mal, hier können wir unser Schiff oder vielleicht auch das spätere verkaufen. Ja, in diesem Falle keine gute Idee, wenn wir unser erstes eigenes Schiff verkaufen. Aber man kann eine Versteigerung hier veranstalten. Man kann an irgendeinen anderen Händler verkaufen oder an den Landesfürst. Von dem Landesfürst erhält man in der Regel den besten Preis. Allerdings hat das den Nachteil, dass die oft mit den Schiffen wiederum, ja, Freibeuter gewissermaßen ausstatten, die dann für sie auf Beute zu gehen, und da schneidet man sich meistens eigene Fell. So, und hier unten in dem Ding ist auch noch was. Genau, hier. Hier könnten wir einen Konvoi bilden. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob man Mitglied der Gilde sein muss, aber man muss auf jeden Fall ein Orlogschiff zur Verfügung stellen. Das ist quasi das Führungsschiff des Konvois. Das muss anständig bewaffnet sein. Das ist die Voraussetzung, sonst traut sich niemand. Bei den Konvois kann man auch zusagen, das bringt natürlich auch Ansehen. Ansehen ist wichtig, weil man will gewählt werden zum Bürgermeister und später zum Eldermann. Und man verdient auch ein bisschen Geld, weil wenn andere Kaufleute sich dem Konvoi anschließen, dann müssen sie eine Gebühr zahlen. Okay, soweit dazu. Jetzt gehen wir aber noch auf den Marktplatz und schauen, was hier so los ist. Ich glaube, in dem Gebäude ist nichts. Genau. Hier können wir ein Fest geben. Das steigert natürlich auch das Ansehen in der Stadt. Allerdings muss man dort, da gibt es dann einen Termin für diesen Fest, für dieses Fest, und man muss ausreichend an Nahrung zur Verfügung stellen. Das heißt, am besten Bier, Getreide, Fisch, Fleisch, Wein idealerweise. Und je nachdem, wie viel man da zur Verfügung hat, umso besser oder schlechter wird dieses Fest erachtet bei den Leuten, und umso höher ist das Ansehen, das man bekommt in der Stadt. So, was ist hier? Das ist nichts. Das ist, was haben wir hier? Trockenfisch können wir hier kaufen. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, was das ist. Was das für eine Bedeutung hat. Ich mache mal ja, vielleicht verschulde ich mich hier gleich. Okay, jetzt haben wir Trockenfisch gekriegt. Ich weiß es nicht. Hier aber, das weiß ich zumindest, hier wird einem mitgeteilt, wie die Gunst des Volkes steht, und wir sind nah an der Spitze, aber ich glaube, das kann man nicht allzu ernst nehmen. Wir haben wahrscheinlich einfach noch nichts Schlechtes gemacht, aber in der Politik sind wir nicht vertreten, und das ist das Relevante, wenn man natürlich gewählt werden will. So Leute, ich gucke nochmal hier. Hier war das Badehaus, das haben wir schon kennengelernt. Was war hier? Hier ist der das ist interessant. Hier ist der Stadtschreiber. Hier kann man den Spielstand aufschreiben. Das ist nicht etwa, dass man speichern kann. Das kann man woanders. Sondern man kann quasi an seinen Drucker jetzt den aktuellen Stand ausdrucken lassen. Also so die wichtigsten Eckdaten des eigenen Unternehmens. Und auch die persönlichen Daten. Das fand ich damals super cool. Und habe das gerne gemacht. Das hatten andere Spieler auch. Ich glaube, der Bundesliga-Manager oder sowas hatte das auch. Fand ich eine super Sache. Habe ich so Bilanzen verglichen damals. Gut, dann haben wir die Kirche natürlich als wichtigen Ort. Und in der Kirche gab es ein paar Sachen, die man machen konnte. Man konnte zum Beispiel hier den Armen der Stadt spenden. Aber wir sollen erst Weihwasser nehmen, sonst geht das nicht. Und ich glaube, das Weihwasser ist hier. Da muss man wirklich nur einmal aufklicken, da gibt es auch kein Feedback. Ich glaube, dann geht das, ja. Jetzt könnten wir dem Volk spenden, aber wir haben kein Geld für das Volk. Wir könnten aber auch für den Kirchenbau spenden, auch das bringt natürlich Ansehen. Und was ist er hier vorne? Ah, Glorian Excelsis Deo et in Terra Pax. Es wird für 516 Taler dem sündigen Engelberg Wallendorp allgemein Ablass für alle Sünd gewähret. Und so weiter und so fort. Aber Leute, das Geld haben wir nicht und das wollen wir nicht. Und wir haben uns ja auch nichts zu Schulden kommen lassen. Hier wiederum kann man dann beten. Gloria in Excelsis Deo et in Terra. Amen. Credo in Unum Deum Patrem Omnipotentem. Amen. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus. Amen. Deus Sebaot Pleni Sunt Coeli et Terra. Benedictus qui venet in nomine, Agnus Dei qui tollis, und so weiter.
So, alles klar, jetzt haben wir das komplette Gebet gesprochen und sind vielleicht sogar gesegnet. Mehr gibt es erstmal nicht zu tun hier in der Kirche. Und dann gibt es jetzt noch das Rathaus als wichtiges Haus. Hier vorne, ganz wichtig, die nächste Ratswahl, wann sie stattfindet. 1356, dann wann der Hansetag stattfindet. Und das Mittagsgericht im Ratskeller, Bratwische. Das ist auch historisch alles korrekt recherchiert, also diese Art Mahlzeiten gab es tatsächlich. Und dann hier eine Suche nach einem Auslieger. Auslieger sind Schiffe, die im Hafen, vor dem Hafen liegen und auch die, nein, wollen wir nicht, auch die dann Piraten, Seeräuber abschrecken. Diese zwei Türen sind für uns verschlossen. Die sind erst relevant, wenn man Bürgermeister ist. Ich glaube, hier kann man Söldner anheuern, um die Stadt zu verteidigen gegen irgendwelche Leute, die von außen kommen, vielleicht auch gegen den Landesherrn. Und dasselbe betrifft jetzt hier irgendwie Schifffahrtsangelegenheiten. Hier könnte man umziehen. Man könnte also in eine andere Stadt ziehen. Wollen wir natürlich nicht. Und das sind erstmal hier die wesentlichen Funktionen gewesen, die ich euch zeigen wollte. Jetzt kommen wir zum Kern des Ganzen, nämlich hier. Nein, nicht zum Lager, sondern hier zu dem Bereich. Und das schauen wir uns auch nochmal an. Das hier ist eine allgemeine Einschätzung der Stadt. Ihr seht, wie viele Einwohner Rostock hat, wer gerade der Bürgermeister ist. Franz Kuschmalz, das ist unser Konkurrent gewissermaßen. Den wollen wir ausschwächen. Rostock ist eine reiche Stadt, wird gezahlt. Die Steuer beträgt 216 Taler. Da bin ich mir nicht ganz sicher, wie das funktioniert mit der Steuer. Ob man einmal im Jahr diese Steuer benutzt, ich weiß es nicht mehr. Und hier wird festgehalten, wie viele Schiffe angelegt haben in der Stadt. Hier, das sind die Optionen. Wir machen mal die Effekte an. Wir werden darauf hingewiesen, dass die Einstellung unseres Soundblasters auf IRQ7 eingestellt ist und das zu einem Absturz führen kann. Ich sag mal, egal. Ich wusste gar nicht, dass das als Soundblaster gilt, was ich hier eingebaut habe. Aktive Piratenabwehr mache ich mal an. Ich weiß nicht, das werden wir vermutlich nicht zu sehen bekommen, aber tatsächlich gab es auch schon hier Schlachten gegen Piraten. Die waren aber nicht so wie bei Patrizier 2 oder später, sondern man hat sie vom eigenen Schiff aus betrachtet, vom Deck, und dort konnte man dann die Kanonen oder sowas abfeuern auf das gegenüberliegende Schiff und musste da irgendwie treffen. Das war also so ein Minigame. Und wir können auch nochmal auf die neuen Monatsnamen schalten. Die sind für uns, glaube ich, ein bisschen verständlicher. Kurze Meldungsanzeige, das ist das, was während wir unterwegs wird angezeigt, aber ich kurze ist okay. Wobei, wir machen mal normale, dann seht ihr, was alles so ein bisschen nebenbei passiert. Aber das wird einem relativ schnell müde. So, wir gucken erstmal ins kleine Buch rein. Hier sehen wir so ein bisschen alle unsere Schiffe. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob alle oder nur die, die im Hafen liegen. Ja, und wir sehen Besatzung, alles gut. Unser Geld. Hier, genau, hier würden wir, glaube ich, alle Schiffe sehen. Das ist immer 28, ist, glaube ich, die Last, die das Schiff tragen kann. Ja, mehr ist hier erstmal nicht zu sehen. Später kann man sehr, sehr viele Schiffe haben, die dann alle gleichzeitig durch die Gegend fahren. Aber es gab noch keine Automatisierung. Das ist auch so ein ganz entscheidender Punkt dann gewesen. Hier sehen wir, ob wir Schulden haben. Gottlob, schuldenfrei wird hier festgehalten. Und das ist jetzt der Kernbereich. Hier kaufen und verkaufen wir Waren. Und dazu kommen wir gleich. Wir sehen, wir haben nur 132 und das ist wirklich, wirklich wenig. Und hier lässt man dann sein Schiff dann losfahren auf dieser Karte, aber dazu kommen wir auch gleich. Ich will mal gucken, ob wir uns nicht einen Kredit leisten. Und wir gucken mal, wer uns was anbietet. Ein Handwerker oder Franz Kuschmalz? Ein Handwerker bietet uns 250 Taler für 61% Zinsen. Das ist ja eine Frechheit. Und 250 Taler ist wirklich nicht so viel. Und was gibt Franz Kuschmalz? Nur 150, aber für 47%. Oh, na gut, ich nehme auch diese 150. Also, okay. Besser 150, also mehr als das, was wir jetzt haben. Ich hoffe, wir kriegen das wieder rein mit den 47%. Wenn man den Kredit, also wenn der fällig wird in 395 Tagen, dann sollte man zusehen, dass man das Geld quasi auch im Kontor zur Verfügung hat. Es wird dann automatisch abgebucht. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird Zeug verpfändet. Zum Beispiel Schiffe verkauft. Auch wenn man dafür vielleicht 8.000 bekommen würde, das Geld ist komplett weg. Insofern ist das in diesem Falle sogar eine
echte Katastrophe. So, wir haben den Kredit genommen und jetzt geht's los, ne? Jetzt gibt's nichts mehr zu zeigen, jetzt geht's um die echten Entscheidungen. Und dazu muss man sich, das wird einem hier noch nicht so leicht gemacht wie in den späteren Teilen, dazu muss man sich ganz gut auskennen mit den Preisen für die Waren, was wo produziert wird. Und das ist eine Erfahrungssache am Ende natürlich. Was sind gute Preise? Und was sind schlechte Preise? So, und jetzt gehe ich mal durch. Ich bin jetzt relativ unerfahren, was jetzt... Ich habe die Preise natürlich nicht mehr im Kopf von damals. Insofern können wir uns ein bisschen orientieren, was hat diese Stadt, was produziert sie wohl? Das lohnt sich vermutlich zu verkaufen. Also, ich sage mal, Bier ist vielleicht ganz in Ordnung. 76, aber ist natürlich jetzt auch sauteuer. Was könnte man vielleicht noch machen? Getreide ist 47, glaube ich, viel zu hoch. Tja, Leute, wir gehen noch mal eine Seite weiter. Was haben wir hier noch in größerer Anzahl? Okay, es geht schon schwierig los, würde ich mal sagen. Das ist alles nicht doll. Roheisen gibt es mit Sicherheit auch woanders billiger. Da brauchen wir nicht los. Also, Rostock ist vielleicht gar nicht so die beste Wahl, wie ich gemerkt habe. Wie ich jetzt gerade merke, das Beste, was mir im Moment hier einfällt, ist Bier zu kaufen. Ja. Fisch ist auch zu teuer. Ich glaube, das Beste, was wir hier machen können, ist Bier kaufen. Wenn wir jetzt loslegen wollen. Und wir wollen loslegen. Gut, dann mache ich das. Dann investiere ich jetzt alles in Bier. So. Maximal 3 können wir mit dem Geld kaufen. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir noch ein bisschen drüber haben, weil wir müssen so Hafengebühren und so zahlen. Okay, jetzt haben wir 3 Last. Unser Schiff fast, wie viel? 28. Also man startet hier viel, viel kleiner. Nun gut. Ich schreibe mir mal den Preis auf, ne? 76, damit ich ungefähr weiß, ob wir ordentlichen Gewinn machen. Und jetzt heißt es irgendwo hinfahren, wo wir jetzt das Bier verkaufen. Und außerdem gleichzeitig so ein bisschen die Städte kennenlernen und gucken, wo lohnt es sich anzuhalten, wo lohnt es sich Handel zu treiben und wo nicht. Ich würde sagen, in Stettin wird vermutlich das Bier auch billig sein. Wir können vielleicht mal starten mit Danzig und dann fahren wir hoch und Novgorod ist natürlich berühmt für Felle und Leder. Die Frage ist, ob wir bis dorthin irgendwo Bier verkauft kriegen, damit wir Geld haben, um irgendwas Schönes einzukaufen. Aber ich denke, Danzig könnte ein erstes Ziel sein, wobei die werden vermutlich auch Bier haben. Aber es schadet ja nichts, da mal anzuhalten. Obwohl, vielleicht. Ja, komm, wir fahren nach Danzig. So. Oh, wow. Jetzt passiert etwas, was normalerweise nie am Beginn passiert. Nämlich, dass man einen Werber trifft. Das finde ich super schön, weil ich euch das auch zeigen kann. Und dieser Mann, ich weiß nicht, ob ihr ihn erkennt, der soll angeblich. Und ja, man kann es nachvollziehen, eine Ähnlichkeit mit die Hallerforden haben. Okay, und er will für 29 Taler in unsere Dienste treten. Wisst ihr was? Wir machen das einfach mal, weil das jetzt so cool ist, dass es einfach kommt. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt bietet er uns eine Braut an. Die wohlhabende Ratsherrenwitwe aus Rostock. Wollen wir die heiraten? Ja klar, also wenn uns das so früh schon angeboten... wisst ihr was? Es gibt ein großes Problem bei diesem Heiratsding. Das große Problem ist, dass wir ein Hochzeitsfest bestreiten müssen. Und das bedeutet, man muss Waren ranschaffen, die man nicht verkaufen darf, sondern in sein Lager lagert. Damit, das ist so wie dieses Fest auf dem Marktplatz, damit diese Hochzeitsfeier... die Hochzeitsfeier stattfinden kann. Und das ist natürlich blöd jetzt ganz am Anfang, weil wir haben überhaupt kein Geld, um das zu kaufen. Insofern muss ich leider ablehnen. Aber ich finde es sehr schön, dass wir das einmal jetzt gesehen haben. Das ist später erst dran. So, jetzt seht ihr die ganzen Nachrichten, was die anderen alle machen. Und ihr seht, Kuhschmalz, der spendet 23.000 spendet er. Okay, ich muss in Danzig 21 Taler Hafengebühr bezahlen. Das ist ja eine Katastrophe. Gut, dann schauen wir mal, was wir hier verkaufen können. Unser Bier. Oh mein Gott. Für 76, für 59 können wir es hier noch verkaufen in Danzig. Der Einkaufspreis wäre hier schon höher, aber es ist natürlich kein Preis zum Verkaufen. Wir sind schon bei minus 6, Leute. Und das heißt, wir hätten den Werber nicht bezahlen sollen. Das heißt, wir können hier auch gar nicht mehr losfahren. Ich glaube, ja, genau. Danke.
Wir können vielleicht hier noch einen Kredit nehmen. Wir gucken mal, was hier kommt. Oh, 250 für 19%. Das ist doch gut. Wisst ihr was? Was bietet er uns an? 150 für 11. Warum sind wir nicht gleich hergefahren und haben hier uns einen Kredit geholt? Okay, wir nehmen den 150. Wieso? Jetzt ist er teurer geworden? Ach, auch das noch. Na gut. Man sollte also nicht zu oft vergleichen und gleich losschlagen. Wir holen uns diesen Kredit, können jetzt erstmal raussegeln. Vielleicht können wir ja noch was Billiges hier aus Danzig mitnehmen. In Danzig gibt es vielleicht günstig Honig, habe ich mal gehört. Der Getreidepreis ist sehr günstig, wobei da geht's noch besser. Ja, gucken wir mal. Also Bier, Honig. Honig 183 geht auch noch günstiger. Und wir kommen in Honiggegend noch. Holz 45. Ist auch nicht so prickelnd. Was haben die hier noch? Hanf für 30. Ich will jetzt irgendwie nichts riskieren, Leute. Weil ich... ja, all das... Ich weiß nicht, ob das im Osten gefragt ist, da wo ich jetzt hin will. Geschirr für 228. Nee, ist auch kein guter Preis. Tja, Leute, Honig brauchen wir da nicht hinbringen. Ich glaube, wir lassen es mal. Das Einzige, was wir vielleicht kaufen könnten, wäre Getreide. Vielleicht haben sie in Novgorod nicht so viel. Wir riskieren es mal. Wir kaufen noch dreimal Getreide. Nee, wisst ihr was? Nicht zweimal. Ich will nicht wieder Probleme mit der Hafengebühr bekommen. Jetzt haben wir noch 70 über. Das sollte wohl reichen. Okay, wir fahren mal weiter jetzt hier hoch nach Riga. Schon wieder kommt ein buckliger Werber. Was ist denn hier los? Für 58? Nein. Haben wir nicht das Geld für. So, Wohlenwewer ist in irgendeine Gilde aufgenommen worden. Würde man jetzt die kurzen Anzeigen gewählt haben, dann würde das alles ein bisschen weniger sein, was einem hier angezeigt würde. Die Gildenaufnahmen zum Beispiel nicht. Dann kommt man natürlich auch schneller. So, und wir sind jetzt da. Hier beträgt die Hafengebühr nur 7 Taler. Am 20. Juli sind wir angekommen. Und ich hoffe, dass man jetzt hier ein bisschen Bier verkaufen kann. Nee, das wollte ich nicht sagen. So, Bier 87. Aha, das ist doch schon... Okay, aber jetzt mal ehrlich. 76 und 87, das ist kein gutes Geschäft. Aber ich vermute mal, dass es jetzt nicht unbedingt besser wird. Der Getreidepreis ist hier auch nicht hilfreich. Wisst ihr was, dann verkaufen wir jetzt erstmal dieses Bier, damit wir wenigstens ein bisschen Geschäft gemacht haben. Okay, so, was kann man hier kaufen? Honig für 154. Das geht noch besser. Holz brauchen wir jetzt auch nicht in den Osten fahren. Fleisch für 49. Fleisch ist sehr günstig hier. Ich würde sagen, wir kaufen ein bisschen Fleisch, aber auch hier halten wir uns ein bisschen zurück. Wir kaufen vielleicht mal 4 Fleisch. Ist auf der anderen Seite noch irgendwas, was man sich anschauen sollte? Leder für 67. Das können wir vermutlich auch noch besser kriegen. Okay, also merken wir uns mal, wir sind in Riga. Riga ist gut für Fleisch. Auf jeden Fall. Den Fleischpreis, der ist hier anständig. Okay, dann reisen wir hier ab und reisen jetzt nach Novgorod. Vielleicht kriegen wir dort ja das Getreide los, vielleicht auch Fleisch. Mal gucken. 21. Juli sind wir losgefahren. Was? Wir haben einen, habt ihr es gesehen? Wir haben einen Kredit von 2000 noch was aufgenommen. Was ist denn da passiert? Haben wir irgendwas nicht zahlen können, was ich nicht mitbekommen habe? Okay, Leute, das Spiel bringt mich jetzt hier schon durcheinander. In Rostock haben wir einen Kredit von 2000. Es kann sein, dass da irgendwie die Steuern fällig geworden sind oder ich weiß es nicht, Leute. Das Spiel treibt mich jetzt schon in den Wahnsinn. Okay, immerhin unser Schiff wurde nicht verkauft. Gut, 101 Taler. So, Getreide ist hier Unsinn. Fleisch für 60. Wir haben es, glaube ich, für 49 gekauft. Ich meinte, die Margen sind nicht großartig, ne? Hier ist auch noch ein bisschen Fleisch. Aber wir wollen ja jetzt kaufen. Deswegen müsste ich schon irgendwas zuschlagen. Was nämlich hier wirklich gut zu kaufen ist, erfahrungsgemäß, sind die Pelze. 277. Die Frage ist, haben wir einen überhaupt
ausreichend Geld. 420, ja, es müsste für einmal Pelze reichen. 341. So, komm, das machen wir jetzt. Wir kaufen einmal Pelze. Und fahren zurück. Ja, die Frage ist, wo verkaufen wir die Pelze am günstigsten? Man könnte jetzt mal nach Lübeck fahren, wobei da... Ja, ich tendiere fast dazu, wieder erstmal zurück nach Rostock zu fahren. Oder vielleicht können wir das Getreide noch vielleicht in Stockholm verkaufen. Ja, machen wir mal da einen Zwischenstopp. Aber das mit dem Kredit, frage ich mich wirklich, wie das zustande gekommen ist. Wie sollen wir denn bei diesen Gewinnspannen 2000 Gold zusammenbekommen? Hafengebühr 14 Taler. Okay. Gut. So, Getreide 41. Wäre, glaube ich, sogar schon ein kleiner Gewinn. Pelze hier 533. Aber das geht besser. Und ihr seht, hier sind die Margen schon richtig gut. Tja, Leute. Wisst ihr was? Ich verkaufe einfach mal das Getreide, weil wer weiß, ob ich das bei uns sicher nicht besser losbekomme. Jetzt haben wir nochmal 122. Gibt es hier irgendwas Hübsches, was sehr, sehr günstig ist? Hier sehe ich im Moment nichts. Roheisen, genau. Roheisen. Stockholm ist perfekt für Eisen. Das können wir uns auch mal notieren. Da können wir vielleicht auch noch ein Geschäft draus machen. Also, lasst uns hier vielleicht nochmal 2 Eisen kaufen. Jetzt haben wir noch 14. Das ist schon wieder sehr knapp, was ich hier mache. Also ich sehe schon, dieses Wiedergespielt endet gleich im Bankrott. Aber so muss es auch sein. Gut, wir segeln direkt nach Rostock zurück. Ich hoffe, dass in Rostock niemand Pelze geliefert hat und wir endlich einen fetten kleinen Gewinn machen können. Und dann wissen wir zumindest, dass also die Pelzsache im Moment wahrscheinlich das beste Geschäft für uns ist, aber vielleicht kann man noch ein paar andere Sachen mitnehmen. Die Frage ist, was nimmt man nach Novgorod mit, was hier wirklich sehr, sehr günstig ist? Also ich fand Rostock ist jetzt erstmal nicht so tolle. Okay, wir sehen tatsächlich, es ist 0 Pelze, aber der Preis, der war doch in Stockholm, war der in Stockholm nicht sogar höher? Egal, wir müssen das jetzt realisieren. Wir verkaufen das. Wir haben nämlich schon wieder Minus. Aber immerhin 504. Und Roheisen könnte ich eigentlich hier auch verkaufen. Wobei, da man sich ja woanders noch mehr bekommen würde. Aber machen wir trotzdem. Ich bin jetzt scharf auf die Gewinne. Schaut mal, wir haben 660. So, jetzt ist die Frage. Was nimmt man mit hoch nach Novgorod, wenn man jetzt die Tour machen will, wirklich machen will. Salz mit 36, das würden wir in Lübeck besser bekommen. Bier mit 62. Da hätte ich mal in Novgorod gucken sollen, wie da der Bierpreis war, ob sich das lohnt. Getreide war irgendwie nicht so prickelnd. Wisst ihr was? Wir machen das Biergeschäft. Ich kaufe mal 9 Bier. Und wir fahren jetzt einfach mal ganz stupide hoch nach Novgorod. Und der Werber, der kann uns mal. Wollen wir jetzt im Moment nicht? Nein, danke. Ah, ich wollte ja jetzt mal umschalten auf die kurzen Nachrichten. Weil das dauert dann doch relativ lange, ehe man dann wieder am Zug ist. Wir sollten dann auch nochmal wieder gucken, wenn wir zurück in Rostock sind. Schaut mal, der Kuhschmalz, der hat schon wieder gespendet. 27.000. Der kann mal 2.000 an uns spenden. Dann können wir unsere Schulden bezahlen. Nochmal 11.000 gespendet. Was hat der denn für ein Geld, Leute? Okay. Am 12. September sind wir da. Jetzt gehen wir mal hier rein und jetzt ändere ich das erstmal auf die kurze Meldungsanzeige. So. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie war hier der Bierpreis? Oh, schaut mal. 9. Also 9, 91 wollte ich sagen. 9 haben wir auf Lager. Das ist doch gut. Das ist doch gut. Jetzt beginnt es lukrativ zu werden. Und insofern würde ich sagen, wir können 3 mitnehmen und dann nehmen wir auch 3 mit, Leute. Dann gehen wir aufs Ganze.
Sehr schön. Hoho, jetzt verdienen wir Geld, Leute. Und wir fahren direkt, das ist am Anfang grindig, ne? Wir fahren direkt zurück nach Rostock. Immer hin und her wahrscheinlich. Die Frage ist, gibt es einen Ort, wo wir noch einen besseren Bierpreis erzielen können? So, schaut mal, jetzt geht das deutlich schneller. Ich will mal ganz kurz gucken, was sagt er zum Zustand unseres Schiffes. Ist seeklar. Da sollten wir vielleicht mal aufpassen. Hier wollte ich eigentlich nicht rein. Vielleicht sollten wir mal reparieren. Aber zuerst gucken wir, was wir verkaufen können. 514, ein bisschen Pelze sind hier, aber wir gönnen das hier, unsere Stadt. Wir haben 1500 jetzt, sehr gut. Und jetzt gucken wir mal, wie teuer die Reparatur ist. Das sollte ich jetzt wahrscheinlich mal machen. 380. Ja, machen wir unterschreiben. 6 Tage wird die Reparatur dauern. Soll die Besatzung derweil entlassen werden? Für 6 Tage? Nee, machen wir nicht, ne? Okay, also das Schiff ist wieder startklar und ich bin ein bisschen am Überlegen, ob wir... Wie ist das jetzt mit den Schulden? Wie, wir haben 3000? Wieso haben wir denn 3000 Schulden? Möglicherweise wird hier immer was fällig, was wir nicht zahlen können, Leute. Müssen wir, ich glaube, wir müssen mal irgendwie Geld transferieren, oder? Man kann irgendwie Geld ins Kontor transferieren. Ich mache das jetzt mal. Ich transferiere jetzt mal 200 ins Kontor. Einfach damit da auch ein bisschen Geld ist. Wo wird das eigentlich aufgeführt? Unser Geld im Konto. Ah, schaut mal. Ach. Ach, guckt euch das mal an. Im Kontor sind 1699 Taler. Die sind vermutlich von den Schulden dort reingewandert. Ah, dann hätten wir jetzt gar nichts transferieren müssen. Ah, alles klar. Gut zu wissen. Dann würde ich mal sagen, ach komm, dann gönnen wir uns, wenn wir schon da so eine hohen Kredite haben, gönnen wir uns da nochmal 600, nehmen die mit aufs Schiff, haben jetzt 1500. Und jetzt ist die große Frage, gibt es jetzt Bier? Kostet hier 54. 54 ist meines Erachtens ein guter Bierpreis. Komm, wir machen das Biergeschäft nochmal. Ja, und jetzt kommen wir auch schon an unsere Kapazitätsgrenzen. Wir kaufen 27 Mal Bier. Haha, jetzt haben wir eine volle Schiffsladung Bier und werden damit erneut direkt nach Novgorod fahren. So. Und können hoffentlich das Bier gut verkaufen. Für 70. Ja. Wunderbar. 1900. Und jetzt, wie sieht's aus mit den Pelzen? Kaufpreis ist immer noch so niedrig wie gehabt. Maximal 7 können wir. Ja, dann würden wir das auch machen. Und dann geht's wieder zurück. Die Frage ist, ist das vielleicht gesättigt? Sollten wir woanders vielleicht den... Wir können mal Stettin besuchen. Dann können wir gleich mal schauen, was in Stettin so los ist, ob wir da irgendwas Günstiges einkaufen können. So, und gehen wir mal rein. Also erstmal gucken wir. 480. Obwohl nichts in der Stadt ist. Ist Stettin irgendwie ärmer? Kann das sein? Können wir mal hier gucken. Stettin ist eine wohlhabende Stadt. Rostock war reich. Vielleicht hat das mit den Preisen zu tun. Bin mir nicht ganz sicher. 480, da fahren wir lieber nach Hause für, oder? Wir schauen mal, was man in Stettin eigentlich kaufen kann. Getreide ist sehr, sehr billig. Fleisch ist sehr günstig. 50. Da kann man nicht meckern. Stettin hat auch ein bisschen Eisen und Hanf. Ich glaube, der Hanfpreis ist ziemlich gut. Aber nichts, was uns jetzt beeindruckt. Ich würde sagen, wir reisen dann... Oh, nee, dann müssen wir eine Sache verkaufen. Wir haben jetzt -6. Dann müssen wir natürlich eine Sache verkaufen. Dann kaufen wir einmal Pelze hier. Das ist ja auch okay. Jetzt ist die Frage, gibt es möglicherweise hier etwas, was wir hier direkt kaufen können und vielleicht in unserer Stadt verkaufen können? Was hier sehr, sehr günstig ist und bei uns nicht. Fleisch? Gab es bei uns Fleisch? Habe ich nicht im Blick gehabt. Aber ich denke, wir riskieren es einfach mal. Wir kaufen Fleisch. Wir haben noch 22 Ladungsplätze. Kaufen wir mal 8 Mal Fleisch ein.
und fahren nach Hause, wo wir dann hoffentlich unsere Pelze dann verkaufen können. Okay, erstmal Fleisch kostet der Verkaufspreis genauso, das ist insofern nicht so tolle. Pelze für 514, also da bin ich zufrieden, verkaufen wir. Haben wir 3100, wow, wir können bald unsere Schulden begleichen. Das ist ein gutes Gefühl. Jetzt ist aber die Frage, was machen wir mit dem Fleisch? Wir können sagen, okay, war eine blöde Idee, hat jetzt nicht viel gekostet, war nur die kurze Strecke. Weil wenn wir es nicht verkaufen, dann haben wir weniger Last, um unser Bier mitzunehmen. Der Bierpreis ist ja wieder ein bisschen gestiegen. Hatten wir nicht 50 das letzte Mal bezahlt? Ich glaube ja, ne? Wisst ihr was? Wir verkaufen das Fleisch, einfach um die Kapazität freizukriegen. Also, 3500. Wir gucken mal hier ins Buch, ob da wieder Geld rausgegangen ist. 739. Ja, tatsächlich. Kann es sein, dass wir irgendwie regelmäßig dort... Oder sind das die Zinsen, die man... Wisst ihr was? Das sind möglicherweise die Zinsen, die wir dort ableisten mussten. Okay, wir haben jetzt wie viel? 3500. Wir könnten jetzt natürlich die Kredite abzahlen. Ich gucke mal. Zumindest ein Teil. 248. Ja, komm, wir zahlen jetzt mal einen Teil ab. Okay, die Schuld ist getilgt. Okay, einem Handwerker für 120% ist der dann des Teufels? Was sind denn das für Zinsen? Das ist ja unglaublich. Wie ist das? Also, kann es... Boah, nichts getilgt, nee. Also ich würde sagen, wir müssen noch einmal ein gutes Geschäft machen und dann kommen wir zurück und tilgen unsere Schulden. Und müssen dann nochmal neu starten. Okay, alles klar. Ja, das ist Lehrgeld, ne? So, wir kaufen Bier. So, wir können nur 28. Hilft nichts. Und werden dann aufbrechen. Und machen wieder das Pelzgeschäft. Und wenn wir dann zurückkommen, dann... haben wir die Mittel, um uns frei zu kaufen, zu entschulden. Bier, das ging hier schon besser, aber das ist okay. 28 verkaufen wir, 3600. Und wir kaufen zu diesem wunderbaren Preis von 277 ein. Und zwar, wir können direkt 13 Pelze jetzt einkaufen. Jawohl. So, und nix wie zurück nach Rostock. Und was passiert jetzt, Leute? Ah, Visby tagt. Und in Visby wird der neue Bürgermeister gewählt. Das ist schön, dass wir das auch nochmal sehen. Eberhard Seraphim erhält 97 Stimmen. Damit ist der zum Bürgermeister gewählt. Aber ja, wir sind da ja gar nicht in Konkurrenz mit dem. Oho, drei Mann heuern ab. Vermutlich, weil wir kein Geld mehr hatten. Das ist aber kein Problem, die können wir wieder anheuern. So, jetzt gucken wir. Der Preis ist perfekt für uns. 13 verkaufen wir. Und wir haben 6800 Leute. Hahaha, jetzt geht's los. Jetzt können wir erstmal diese unfassbare Schuld. Nee, aber schaut mal, das steigt einfach nur an. Das heißt, es kann nicht uns automatisch die Zinsen abgezogen worden sein. Es muss irgendwas anderes gewesen sein. Aber egal, was es war, wir können es uns jetzt erstmal leisten, komplett zu tilgen. So, damit sind wir schuldenfrei. Erstmal in unserer Stadt. Wir gucken kurz, wie geht's dem Schiff? Seeklar. Na komm, eine Reise machen wir noch. Es ist jetzt ein bisschen banal, ne? Immer hin und her zu fahren. Aber so ist das halt. Aber ich frage mich, warum nimmt dieses Geld hier ab? Wofür nimmt dieses Geld hier ab? Ist das doch die Heuer? Wir brauchen erstmal drei Mann mehr Besatzung. Oder sind das diese Steuern, die wir da zahlen müssen? Könnte das sein? Vielleicht. Drei Mann heuern wir wieder an. Und dann müssen wir vermutlich einfach ein bisschen mehr ins Konto schieben.
ins Kontor, damit da nichts passiert. Ich bringe da nochmal 500 rein. Tja, und wir gucken mal. Der Bierpreis liegt bei 54. Wir kaufen unsere 28 Lass Bier und ziehen das jetzt erstmal ganz stupide durch. Das ist der Weg, um am Anfang reich zu werden. Jetzt gibt es die nächste Bürgermeisterwahl, glaube ich, ne? In Danzig, genau. Und hier haben wir schon 2. 61 Stimmen für Hendrik Kornburg und 9 für den. Neue Steuer. Also es kann schon die Steuer sein, ne, die dort immer abgezogen wird. Das ist vielleicht eine monatliche Steuer. Das könnte vielleicht dann hinkommen. Müsste man direkt mal drauf achten. Hier sind übrigens 2 Schiffe. Das ist die Rostocker Trotz und das. Oh, na gut, wird uns nicht gesagt, was das andere Schiff ist. So, wir machen unser Biergeschäft. 70, finde ich, ist in Ordnung. Was kann man hier eigentlich noch gut verkaufen? Das schreibe ich mir mal auf. Fisch für 77. Vielleicht finden wir irgendwas, was noch eine höhere Rendite bringt. Bier war hier 70. Das andere, das ist nicht in Reichweite. Fleisch ist eigentlich auch mal da. Salz für 30, aber ich glaube, Salz ist kein gutes Geschäft mit diesen kleinen Schiffen. Der Rest ist ganz gut vertreten hier. Okay, der Preis ist sogar gefallen für die Pelze. Das ist sehr gut. Jetzt können wir 9 kaufen. Wunderbar. Wir konnten schon mal mehr, aber dafür sind wir schuldenfrei. Und das ist doch auch gut. Also, wieder zurück. Und ich würde fast sagen, wenn jetzt der Werber nochmal kommt, dann würde ich nochmal eine Hochzeit versuchen. An dieser Stelle. Schaut mal hier, nicht ein schönes, großes Schiff. So. Jetzt kommt, wie gewohnt, der Verkauf der Pelze zu einem bombastischen Preis. 4.900 haben wir wieder und diesmal ohne Schulden. Oh ja, sehr, sehr schön. Fisch haben... Boah, Fisch. Wie kann man hier Fisch verkaufen? 75. Warte mal, Bier. Die Biermarge ist hier 54 zu 70. Ich glaube, die Fischmarge könnte höher sein. Ich werde mal jetzt eine kleine Veränderung durchführen und werde jetzt... Halt, wir gucken auch hier mal gleich rein. 807. Ja, wir geben tatsächlich nochmal wieder 500 ins Konto. Nicht, dass da wieder was passiert. Ich glaube, das ist auf jeden Fall... Ich glaube, dass Folgendes ist passiert. Wir konnten die Steuern nicht bezahlen. Dann mussten wir halt so einen Zwangskredit aufnehmen und der war höllisch teuer. Das war quasi wie so ein Dispo. Das ist der Grund. Im Übrigen, wir müssen noch nach Danzig, um diese Schuld dort zu begleichen. Aber ich will erstmal nach Malmö oder Ystad, um dort Fisch einzukaufen. Da gibt es nämlich günstig Fisch. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. So, Fisch. Was? Hier gibt es keinen Fisch? Hier gibt es doch sonst immer Fisch. Das kann doch nicht wahr sein. Fleisch 87, Roheisen 70, Wolle ist auch relativ günstig, aber nichts, was ich jetzt hier kaufen will. Ich wollte doch hier den Fischplan machen, aber der scheint nicht zu funktionieren. Dann fahren wir weiter nach Hüstad. Da gibt es aber Fisch. Oder das ist nicht die Jahreszeit für Fisch, das könnte auch sein. Da wurde immer wahnsinnig viel, aber immer nur einmal im Jahr wahnsinnig viel Hering gefangen. Wie sieht's jetzt hier aus? Es gibt tatsächlich hier auch hier keinen Fisch. Das ist, glaube ich, jahreszeitabhängig. Und das ist natürlich wieder cool. Insofern müssen wir doch irgendwie das Biergeschäft machen. Sonst läuft das nicht. Die Frage ist, müssen wir jetzt ganz zurückfahren oder gibt es vielleicht in Stettin auch günstiges Bier? Okay, das ist jetzt unschön. Wir haben jetzt Leerfahrten, ne? Will man eigentlich nicht haben. So, ups, was habe ich jetzt gemacht? Ihr seht auch immer so hier sehr schön die unterschiedlichen Hintergründe. Also jede Stadt sieht, wie gesagt, ein bisschen anders aus. So, Bier, Leute. Bier gibt es hier für 60. Bei uns gibt es das für 54. Aber ich nehme es trotzdem mit. Oder Fleisch. Fleisch war, glaube ich, dort auch vorhanden. Damit ich jetzt nicht leer fahre, nehme ich es trotzdem mit. 28. Und wir fahren jetzt aber erstmal unsere Schulden in Danzig begleichen.
Und zwar hier oben, Tilgen, bitte 206. Okay, wunderbar. Die Schuld... Was? Abgebrochen? Wartet mal. Ne, wir sind schuldenfrei. Alles klar. Gut, hier... Gut, Bier brauchen wir nicht hier verkaufen. Wobei man für 63 verkaufen würde. Da würden wir sogar einen kleinen Gewinn machen. Machen wir aber nicht. Wir fahren erstmal unsere übliche Tour. Aber das mit dem Fisch, das beschäftigt... Ah, haha, sehr schön. Das war doch mein Wunsch. Ja, kommt, jetzt machen wir das noch. Ei, schaut euch diese Dame an. Eine wunderschöne Kaufmannstochter. Und das ist genau diese Beobachtung. Ich hatte das in dem anderen Video erwähnt. Je schöner die Frauen, umso ärmer ist die Familie. Je hässlicher die Frauen, umso reicher ist die Familie. Aber wir machen das einfach, weil es ein Spaß ist. So, Datum der Hochzeit ist der 14. Februar. Ich weiß nicht, ob wir bis dahin alles zusammenkriegen. Wir werden das jetzt einfach mal durchführen. Wir sagen mal noch ein bisschen mehr. Wisst ihr was? Ich habe keine Ahnung. Wir machen mal den 20.02. Ich hoffe, wir kriegen in unserer Stadt und der Umgebung ausreichend Nahrung zusammen für diesen schönen Tag. Ort der Hochzeit ist natürlich... Achso, wir können uns entscheiden. Achso, das ist jetzt eine Danziger Dirn sozusagen. Wir können uns entscheiden, wo das stattfindet. Ich werde es aber in meiner Stadt machen. Also wie viele Gäste? Viele. Wir wollen gleich ansehen. Ob wir Gaukler haben wollen? Ja. Ein religiöses Fest? Ja. Also das volle Programm. 108 Gaukler, 420. Oh Gott. Habe ich mich möglicherweise übernommen? Verdammt! Verdammt! Die Hochzeit... Oh Gott, es war schon so weit. Der Tag, der eingeblendet wurde, das war der Tag, den wir gerade hatten. Ich hätte das viele Monate in die Zukunft verlegen sollen, diese Hochzeit. Jetzt findet sie statt und es ist nichts, nichts da, Leute. Nichts da, was wir besorgt haben. Es ist ein Trauerspiel. 1576 Gäste feiern. Aber schaut euch mal dieses wunderbare Bild an. Wir leiden Hunger, viele leiden Hunger und Durst, ja. Es tut mir, es ist sehr peinlich. Es ist sehr peinlich, was hier passiert ist. So, Bier 70. Fisch würde man hier für, so wusste ich ja, für 77 verkaufen. Na gut. Ach Gott. Wir haben das Schiff voll Bier und die Hochzeit findet quasi ohne uns statt. Dafür kaufen wir wieder Pelze. 16 diesmal. Und fahren jetzt zurück. Und irgendwie müssen wir unsere Mitgift dann bekommen. Ich hoffe, wenn wir in Rostock sind. Aber natürlich, unser Ansehen ist unfassbar gesunken durch diese Aktion. Drei Mann heuern auch noch ab, wahrscheinlich, weil wir kein Geld mehr hatten. Was ist mit unserer Mitgift? Haben wir die schon bekommen? Werden wir nicht darüber informiert? Was ist los? Oder wurde die Hochzeit annulliert? Schuldenfrei sind wir immerhin noch geblieben. Warte mal. Wir sind aber verheiratet. Schaut euch das an. Im Konto haben wir 2000. Wisst ihr was? Ich glaube, es wurde einfach Geld hier aufs Konto überwiesen. Ja, und das Schöne ist nämlich, es gibt auch, man kann auch irgendwie eine Kapitänstochter heiraten. Da kriegt man, glaube ich, ein Schiff. Und bei der Ratsherrentochter, das war schon das Beste eigentlich, da kriegt man, glaube ich, sehr, sehr viel noch. Nun gut. Okay. Leute, wir machen das letzte Geschäft. Wir verkaufen diese 16 für wunderbare 555. Haben 8.900 und kommen jetzt so langsam in die Bereiche, wo man darüber nachdenkt, vielleicht ein zweites Schiff bauen zu lassen oder so. Ja, was sagen die Leute über uns? In der Gunst des Volkes sind sie nicht vorhanden und in der Politik nicht vertreten. Ich finde, haben noch eine schöne Entwicklung gemacht. Wir sind von ganz oben quasi zu nicht vorhanden gekommen, weil wir wahrscheinlich die Hochzeit sowas von... versaut haben. Aber egal, wir haben geheiratet. Ein kleiner Erfolg dieses kleinen wiedergespielt Videos. Ich glaube, ihr konntet euch einen Eindruck von diesem Spiel machen. Es hat natürlich noch weitaus mehr Aspekte. Wir sind tatsächlich erst am Start des Ganzen. Das Ganze entwickelt sich weiter. Man hat mehrere Schiffe dann, die man managen muss. Wenn man jetzt nur immer diese eine Linie bedient, wird das dann über kurz oder lang nicht mehr funktionieren. Weil natürlich Angebot und Nachfrage sich dann irgendwo ausgleichen. Und vor allem, man muss die Stadt auch mit anderen Gütern versorgen. Man muss dann also weitere
weitere Linien sich sozusagen überlegen, die man dann regelmäßig abgerast. Aber dann gibt es natürlich noch viel, viel mehr. Man wird Bürgermeister, man muss politisch Entscheidungen treffen und muss dann versuchen, Eldermann zu werden, also noch mehr Ansehen bekommen, indem man Piraten bekämpft, Konvois macht, Auslieger stellt und so weiter und so fort. Man kann dann Versteigerungen mitmachen, es gibt Belagerungen der eigenen Städte und man kann Kredite an andere vergeben. Ja, also man kann wirklich viel, viel machen und ich glaube, was man gesehen hat, dass vieles, was dann Patrizia II dann wirklich groß gemacht hat, hier alles schon angelegt war. Natürlich sind Elemente hinzugekommen, aber der Kern des Spiels, der einfach eine riesen Freude macht bis heute, das ist alles hier schon da gewesen. Und wie ich finde, durch diese animierten 2D-Bilder kann man das heute nach wie vor wunderbar spielen und seine Freude haben. Also man vergisst relativ schnell dann diese Grafik, die aber ja immer noch ganz, ganz ansehnlich aussieht und ja, ist dabei kaufen und verkaufen, Zahlen, die sich nach oben bewegen, wenn man Glück hat. Das ist, hat einfach eine Faszination immer für sich und funktioniert. In diesem Sinne beende ich dieses kleine Video und hoffe, dass ich euch dieses Spiel ein bisschen vorstellen und näher bringen konnte. Wir sehen uns wieder bei einer anderen Folge von The History of History Games. Bis dahin macht's gut, euer Steinwein.